Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Pursen Art Attack. Mein Name ist Labur und wir sind dabei und hoffen, dass die die Werkbänke für die Tischler benutzt wird. Würde mich schon sehr freuen. Zwei bewaffnete Wachen sind vor Ort. Das mögen die irgendwie gar nicht, ne? Kann das sein? Oder ist das ein Risiko? Wie soll ich das verstehen? Kann man da drauf drücken? Das können wir größer machen. Ach so, das können wir auch da hinziehen. Oder hier auf dem zweiten Bildschirm. Nee, das geht nicht leider. Okay. Alles klar. Haben wir verstanden, Mama. Kann man sich hier sonst nichts einblenden lassen? Schade, ich hätte gedacht, vielleicht könnte man sich da sein Holzvorkommen etc. hinmachen lassen. Baumschule. Ah, hier setzt er jetzt überall neue Bäume hin. Sehr schön. Noch sind sie am Profen. Die ganzen Säcke. Ich möchte gerne noch ein paar mehr Fernseher bauen. Fernseher. Ein da, ein da, ein da, ein da. Ja, so ist richtig. Ein da, ein da, ein da. Ein da, ein da. Ein da, ein da. Und ein da. So. Ein paar Telefonzellen. Telefon. Ja. Kriegen wir anscheinend keine mehr hin. Ja. Sagen wir die Telefonzellen. Hier auch nochmal 2, 4, 6, 7. 7 Telefonzellen mehr. Mal schauen, ob das ein bisschen was bringt. Ah, guck da. Die Leute haben nämlich doch recht. Die sitzen oben und unten. Aha, aha, aha. So, das war jetzt ja der eindeutige Beweis, dass sie doch von zwei Seiten an dem Tisch sitzen können. Nur dann habe ich hier halt alles komplett falsch gebaut. Kann man sagen. Wenn die Essenszeit gleich vorbei ist, dann werde ich die Zeit auf 1 stellen. Und dann werde ich dies alles abreißen und nochmal anders hinstellen. Weil so nutze ich ja gar nicht meine vollen Tische. Der steht zum Beispiel genau richtig. Ja, und haben genau zusammengesessen. Wie viel Prozent haben wir denn jetzt gegessen? Scheiße, steht hier gar nicht. Ein Stapel haben wir noch über. Also müssten ja eigentlich alle gegessen haben. Ping, 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 ping. Was war los? Achso, wir geben gerade Geld für Bäume aus. Das ist sehr schön. Ein bisschen Holz ist hier. Nicht viel, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber gut. Da gehen sie gerade wieder fällen. Es ist Freizeit. Hier war schon wieder Theater. Was ist das hier alles? Haben die jetzt hier hingekotzt? War das Essen schlecht oder wie soll ich das verstehen? Keine Ahnung. Okay, ich werde alles abbauen. Werde aber die Zeit in dem Augenblick gerade auf 1 stellen. Oh, Autosave, man läuft doch nicht mit deinem Autosave. Wo waren wir denn jetzt? Da. So.
Ring, ting, 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 ting. Gerade hier volle Düse machen. Ja, habt ihr fein gemacht. So, jetzt fangen wir hier oben an, weil wir hier ein gutes Maß als Vorgabe haben. Also das bedeutet jetzt, jetzt muss hier oben eine Bank hin. Ob ich die drehe oder peng, spielt ja absolut überhaupt keine Rolle. Ja, richtig drehen können wir sie nicht. Also Bank, Tisch, Bank. Dann müsste ja eigentlich Bank, Tisch, Bank, Bank, Tisch, Bank, Bank, Tisch. Upsa. So. Oh, da oben haben wir einen Fehler. So. Das sollte reichen. Komm, Gas jetzt hier. Könntet ihr jetzt bitte die ganzen Tische hinstellen, sonst kriege ich nämlich hier gleich einen Krampf. Ja? Na gut, gleich ist erstmal Freizeit, Essen dauert noch ein bisschen. Also ich hoffe jetzt, dass die ein bisschen Gas machen, dass wir die ganze Scheiße hier auch wieder hingestellt bekommen. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall viel mehr Platz wie vorher. Viel mehr Sitzfläche wie vorher. Da fehlt mir noch eine Bank, sehe ich gerade. So, wenn, dann muss der ja auch doppelseitig besetzt werden. So. Dann sollte das nämlich jetzt so langsam funktionieren. Acht Gefangene kommen. Ja, dann hätten wir 98. Bis dahin werden aber nochmal ein paar Leute entlassen. Das sollte auch klappen. Ah, da hat wieder einer eine Säge gefunden. Ey, Mann, oh Mann, oh Mann. Aber hier dran arbeitet keiner. Bis jetzt. Ich sehe hier kein anderes Holz, was verarbeitet worden ist. Trotz, dass wir schon abgeschlossene Tischler haben. Von 3 bis 5 und von 5 bis 7. Na gut. Die fangen gleich erst an. Abwarten. Oh, jetzt ist Freizeit, jetzt dürfen sie selber duschen gehen. Ja. Das ist ja das, was wir wollen, dass sie selber duschen gehen.
Und kacken könnt ihr natürlich auch gehen. Kackala kack, kack kack. Die Leichenhalle haben wir. Wir haben eigentlich alles, was wir so brauchen. Wir könnten den Wäscheraum, müssen wir auf jeden Fall nochmal vergrößern. Das werde ich nochmal entfernen später. Da können wir dann gar nichts draus machen. Den Raum machen wir dann weg. Und dann sollte das eigentlich schon ganz okay sein. Was ich auf jeden Fall nochmal machen werde, ist jetzt Holzfußboden. So. Ja, dass hier alles mal ein bisschen vernünftiger aussieht, der ganze Knast, ja? Das fangen wir mal ein bisschen an und machen hier mal ein bisschen auf Design. Die Arbeiter sollen ja nicht den ganzen Tag nur blöd rumstehen, was sie eh den ganzen Tag machen. So, die Tische und das haben wir alles gebaut. Wann ist, jetzt ist wieder Arbeitszeit. Was hast du für ein Problem? Family! Oh, meine Family! Ob das wohl der Bayern-Dingens aussah? Was haltet ihr denn davon? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, dass er in den Knast muss. Also ich halte... Keine Ahnung. Weißt du, Steuern hinterziehen, Leute, ist ja wirklich keine... keine schöne Sache. Aber geht er in den Knast, bezahlen wir alle, die arbeiten, gehen ihn ja auch. Ja? Und irgendwie, die Gerüchte gehen ja zurzeit, dass er knapp 50 Millionen zurückzahlen muss. Ich finde, das ist noch zu wenig. Wenn er jetzt in den Knast geht. Wie lange geht denn der Hoeneß in den Knast, Leute? 3 Jahre? Nein. Es war jetzt das Urteil, er geht in, ob er jetzt überhaupt in den nächsten Jahren geht, ist die zweite Frage. Aber wir sagen jetzt mal, er würde für diese 3 Jahre in den Knast gehen. Ja, ob er einen offenen Verzug bekommt, das hat ja auch noch gar keiner gesagt. Das bedeutet, er geht nur zum Schlafen dahin. So, das war's, das gibt's ja auch. Ja, und das ist halt diese große Frage, geht er in den Knast, kostet es unsere Steuergelder? Ja, ich sehe das jetzt vielleicht ein bisschen zweierlei, aber er hat Steuern hinterzogen und kostet aber wieder Steuergelder. Da, wo ist da die Logik, Leute? Warum müssen diese Leute nicht so richtig fett zur Kasse gebeten werden? Er muss sein Vermögen vorlegen und davon hat er so und so viel Millionen abzudrücken. Ja, was weiß ich, jetzt muss er 70 Millionen zahlen, er Hoeneß hat 300, 400 Millionen, dann hat er davon über die Hälfte abzudrücken. Feierabend. Den Jungen muss, dem Mann muss richtig geschadet werden. So richtig. Vom Geld. Ja. Und wenn er wirklich spielkrank ist, was ich niemals glaube, dass der Hoeneß spielkrank ist, wenn ich ganz ehrlich bin, das gibt da ja... Das sagen sie ja alle, dass der angeblich spielkrank ist und bla bla bla. Das glaube ich einfach nicht. Das ist nur ein Vorwurf, um nachher anders dazustehen. Keine Ahnung. Ich muss für meine Scheiße dastehen. Gut, das sagt er ja. Er geht ja selber nicht bei und macht das. Also daher. Ja. Zimmermann-Tisch wird irgendwie nicht richtig genutzt. Grundbildung ist für Verhaltenstherapie. Starten wir auch mal. Ach, wir starten einfach hier alles, komm. Ach, du schläfst, du kotzt mich an. Ah, hier. Seht zu, dass er hier überall hingeht, ja. Vielleicht kriegen wir dann auch wieder hier so einen Lehrer. Ja, ich finde das schön, wenn da so ein Lehrer im Knast rumläuft. So. Oh, Essen. Ha, guckt mal hier. Ja, die sitzen sich nämlich jetzt alle gegenüber und fressen. Also, ich glaube, jetzt haben wir hier richtig massig Platz in der Küche. Was haben wir denn gegessen? Kann ich nicht einsehen. Anscheinend
Food. Können wir ja gucken hier. Bedürfnisse. Sleeping fehlt jetzt den so ein bisschen. Hygiene auch so ein bisschen. Aber es ist ja jetzt Freizeit. Wer jetzt duschen möchte, kann jetzt duschen gehen. Wer jetzt telefonieren möchte, geht telefonieren. Wer Fernsehen kann, Fernsehen gucken gehen. Ja. Finde ich persönlich am sinnvollsten. Alter, die mit ihren Löffel, ja. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten bei Prison Art Attack, mein Knast. Ja, wir hören uns morgen wieder. Euer Glabur. Und danke für den Stromtipp erstmal. Das muss ich ganz kurz noch sagen. Danke, danke für den Stromtipp. Und Dankeschön für die ganzen neuen Kommentare. Und gefällt mir und dies und jenes. Ich will das einfach mal loswerden. Zurzeit ist es wirklich sehr positiv für mich. Und ich finde es sehr geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sage vielen, vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.